Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs 2. So, liebe Leute, was hier ist das, was passiert ist. Ich habe das Spiel abgebrochen, weil ich musste es abbrechen. Ich habe das Spiel dann wiederum neu gestartet, was dazu führte, dass ich endlich hier wegkomme. Ehrlich, ich verstehe das nicht. Ehrlich, I don't know. Ich muss das Spiel wieder von vorne starten, die Mission von vorne machen. Ich habe ihn wieder getötet. Aber diesmal mit einem Elektroschock. Sprich, ich habe mich irgendwo reingehackt, ihn dann angelockt und dann habe ich das Ding explodieren lassen. Was dann dazu geführt, dass er gestorben ist. Gott sei Dank. Geschafft. Die Teskas legen sich nicht mehr mit uns an. Marcus, komm zurück in den Hackerspace. Kleine Trauer für Horatio. Oh yeah. Oh mein Gott, Ubisoft. Ey, manche Sachen kriegt ihr echt nie in den Griff, kann das sein? Ich meine, da war die Sache mit dem Black Screen. Als ich das Auto stehen wollte, war der Bildschirm schwarz, war bin ich gestorben. Dann war jetzt die Sache mit dem Aufzug, wo ich nicht mehr raus konnte. Ich verstehe das. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wir haben sie alle, Mann. Ich war nicht schnell genug da, Bruder. Scheiße, Mann. Die Teskas hätten sich jeden von uns schnappen können. Mich, dich, Josh. Jeden von uns. Sie haben Horatio erwischt. Und er hat sich geweigert, uns zu verraten. Ich komme auch gleich nach, Mann. Hey, warte mal, wo bin ich denn gerade? Na, endlich. Okay, dafür reicht mein Geld wiederum nicht mehr. Und dafür auch nicht. Was ist denn das für ein Ding? Ich checke Blooms Verbrechensprognose-Algorithmus. Wollte mal nachschauen nach dem WKZ-Debakel. Die Grafik hier zeigt die Einstufung von Gebieten als unbedenklich, hohes Risiko oder Schießbefehl erteilt. Also diese Gebiete oben in Oakland. Hohes Risiko. Das ist Gangrevier, ergibt Sinn. Aber die hier? Das, mein Freund, ist CTOS komplett ohne Make-up. Ach du Scheiße. Das gilt für Schulen, Kliniken, Läden, überall Schießbefehl? Das sind Sozialwohnungen. Ich meine, das sind die Leute, für die San Francisco viel zu teuer ist. Wo zum Teufel sollen sie denn sonst hin? Halt an dieser Wut fest, Marcus. Wir werden sie brauchen, wenn ihr euch Blumen kauft. Ja, das kriege ich hin. Du hast recht. Das ist systematisches Unrecht im höchsten Grad. Du hast's entdeckt, Josh. Also, Ray hat mir bei der Firewall geholfen. Ohne ihn hätte ich das allein geschafft. Gute Arbeit. Hey. Ein systematischer Fehler, ich weiß. Das kotzt uns alle an. Etwas von meinem scheiß Code läuft in diesem Monstermann. Wenn CTUS die Cops mit einer Schießerei rechnen lässt, werden die bestimmt auch nicht lange fackeln. Im Klartext, fang keine Kugel. Jetzt weiß ich's.
Danke, Mom und Dad. Okay, was steht jetzt auf dem Programm? Hey, ich bräuchte Infos. Kann ich vorbeikommen? Klar, aber da müsstest du schon zu mir kommen. Hab einen Termin, den ich einhalten möchte. In dem alten Viertel? Ha, genau da. Alles klar. Bin bald da. Das ist aber eine Hauptoperation, die ich jetzt mache, ne? Yep. Ich will ja nicht irgendwas tun, was für mich irgendwie vollkommen sinnlos ist. Geiles Wetter. Ups. Also mal gucken, was der gute Rancho zu erzählen hat. Ey, wie gesagt, ich hoffe, das mit dem Bugs, das war's jetzt ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass das wirklich war. Weil irgendwann ist ja auch genug damit. Immer schön euer Geld her. Gefällt's hier, hm? Das Essen ist durchschnittlich. Oh. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer.
Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. Ach was. Ich muss was tun? Okay, und das Fahrzeug ist wo? 100 Meter von mir? Alles klar. Ups. Also ich hab gedacht, wir kommen jetzt hier mit irgendeiner Limousine oder sowas in die Ecke. Ich hab's ein... Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig? Gut. Dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Okay. Das war's jetzt, mehr kommt nicht.
Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dahlems. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dem kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Alles klar. Wo muss ich jetzt hin? So. Ja, ich muss mal kurz überlegen, wo ich gerade hin muss. Das ist hier was. Wieso hat er mir denn das jetzt nicht? Der Kennzeichen, das bei mir irgendwie nicht mehr sein. So, ich mache mal hier einen Folgenbreak. Wir haben fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von Watch Dogs 2. Bis dahin, haut rein und tschüss.